Turtle Rock Studios hatte sich nach Left 4 Dead an ein neues Spiel gesetzt. Es sollte ein besonderes Spiel werden, aber dabei irgendwo das Gelernte von Left 4 Dead aufgreifen. Das Resultat ist Evolve, ein 4 gegen 1 Multiplayer-Spiel, in dem 4 Jäger gegen ein Monster kämpfen. Die Jäger haben eine klare Aufgabe: Töte das Monster. 4 Klassen haben dafür unterschiedliche Waffen und Gadgets, damit das überdimensionierte Monster das Leben schwer gemacht wird. Sei es nun Fallen oder Minen, wer geschickt im Team arbeitet, hat tatsächlich eine gute Chance, das Monster zu besiegen. Aber dafür muss man es erstmal finden. Das Ziel des Monsters ist es nämlich, alle Jäger zu besiegen oder die Stromzufuhr zu zerstören. Das geht jedoch erst, wenn sich das Monster in der dritten Entwicklungsstufe befindet. Um dahin zu kommen, muss das Monster andere Wesen umbringen und ihre Kadaver fressen. Wenn man genug gefressen hat, kann man sich weiterentwickeln und diverse Fähigkeiten verstärken. Das Monster versucht dabei, leise zu sein. Nur wenn es schleicht, kann seine Spur nicht verfolgt werden. Die Jäger versuchen daher bestmöglich das Monster zu finden und umzubringen, bevor es sich weiterentwickeln kann. Denn jede Weiterentwicklung macht dieses Unterfangen noch viel schwieriger. Obwohl wir selbst sehr skeptisch waren, kann man schon mal sagen, dass es an sich alles gut funktioniert. Das Spiel bietet keine große Kampagne, hunderte Maps oder sonstiges, das als Zahl total toll klingt. Man merkt, dass die Entwicklung in das Balancing floss, mehrmals optimiert wurde und dass das der absolute Fokus war. Das Monster steuert sich beeindruckend gut. Nicht zu einfach und zu leicht, damit man die Jäger nicht einfach zerquetscht kann, aber auch nicht zu schwer verlegt, damit man nicht das Gefühl hat, man würde nur Richtungsangaben geben. Man fühlt sich groß, stark und unverwundbar, bis man halt einem gut organisierten Team gegenübersteht, die wissen, was sie machen. Dann heißt es taktischer vorgehen, denn nur rohe Gewalt führt hier nicht zum Ziel. Ob ihr also als die Jäger im Team arbeitet oder als einsamer Wolf das Monster übernehmt, das Spiel hat etwas Besonderes. Ein Langzeittest ist nötig, wie bei allen Multiplayer-Only-Spielen, um zu sehen, ob das Balancing nicht irgendwie zerstört werden kann. Aber alles, was wir bisher sahen, ist eine clevere Weiterentwicklung des Left 4 Dead Prinzips. Am 10. Februar erscheint die Vollversion für Xbox One, PS4 und PC. Unser vollständiger Test folgt daher um den Release herum.